Drum bring mir noch ein Whisky und bring Naroni. Salute zusammen, neuer Tag, neues Glück. Heute gehen wir ein kleines Risiko ein. Wir gehen hier, also gerade hier neben dran ist das Radio Drift FM. Die guten Herren haben als allererstes Radio meinen Whisky-Song drin genommen. Wir sind jetzt so frech und platzen einfach da rein. Ich hoffe, es kommt niemand verrückt. Wir gehen. Guten Tag. Ja, hallo, Wally. Was machst denn du da? Du musst mir helfen. Schon wieder wahrgeschwingt. Thomas. Thomas und Alex. Jedes Mal. Alex ist gerade auf Sendung. Oh, bin ich zu laut? Als nächstes live da bei uns. Kleine Überraschung auf dem Sender. Wer hätte das gedacht? Wir kriegen Besuch. Ah nein, das ist eine schalldichte Kabine. Schalldicht. Der geht. Kollegas. Das ist der gute Thomas. Wir sind hier bei Radio Drift FM. Du fragst dich wahrscheinlich, was wir jetzt hier zu suchen haben. Ja. Eigentlich erklärt er das schon, aber nicht zweimal. Er ist auf Sendung. Ja, komm, wir müssen schauen. Wir können schon überraschen. Ist das schlimm, wenn man hier einplatzt? Ich glaube, er ist Vollprofi. Alex, hey, was? Du hast Besuch? Oder wir haben Besuch? Du musst auch Musik einstellen. Hey, Musik einstellen, machen wir. Oh, hey. Hast du Zeit? Sehr. Moine, wir haben da alle richtig. Ciao, Ali. Moine. Moin. Hi. Ja, aber bisschen, wir haben halt ein bisschen Abstand. Corona und das ganze Theater. Was machst du da? Ich habe ihm gesagt, ich erkläre es lieber einmal. Ich bin auf Tür, Sie wissen es bereits. Mein Album kommt ja am Karfreitag, am 2.4. Ja, Tanz mit Diesel. Das wisst ihr ja, schon. Ja. Und ich bin jetzt unterwegs, um den Leuten Danke zu sagen, die mich unterstützt haben, sei es bei der Albumproduktion oder sonst mit der Musik oder irgendwas. Und ihr zwei flotten Herren, sie haben mir ziemlich geschwind angeschrieben und sind das erste Radio, das effektiv meinen Whisky-Song ein paar Mal gespielt hat. Hey, hey. Ja. Klar, wenn es um Whisky geht, sind wir gleich dabei. Passend zu dem, ich komme nicht mit leeren Händen, sondern ich habe einen eigenen Whisky, ich als Master Distiller. Und der ist wirklich nicht selber gemacht. Habe ich nicht kennen, aber die Etikette ist selber gestaltet. Es ist ein guter Whisky, natürlich ein Scotch Whisky. Obwohl Country war zwar mehr ein bisschen Bourbon, es ist ein Scotch, ich liebe Scotch. Du. Der war ich für auch als Dankeschön. Oh. Vielleicht hat er zwei Gläser. Drei. Vier. Vier? Dann haben wir einen. Ja, natürlich. Ich mit dir aber nicht so anschauen. Wer genießt es jetzt? Hey, danke dir. Drum bring mir noch ein Whisky.